Da ist auf jeden Fall nichts. Wo genau sind da noch? Ah, hier! Hoppala! Da ist ja noch ein grüner Sack. Den habe ich ganz übersehen. So, und wir haben 96%. 96%. Das bedeutet, wir sind eigentlich schon fast durch mit dem Bahnhof. Schwupps. So. Ging schon zum Aufheben. Wo? Wo ist noch ein Gegenstand zum Aufheben? Da ist nichts. Hä? Oh Gott, noch irgendwo was. Da drin vielleicht? Upsi. Da ist noch was. Ah ja. Na siehste, da habe ich eine Flasche übersehen. Da habe ich eine Flasche übersehen. So. Perfekt. Wieder was weg. 97%. Große Müll. Da ist auch schon wieder irgendwo was. Habe ich schon wieder irgendwo was übersehen? Gibt's ja nicht. Großer Müll. Wo genau? Hier ist auf jeden Fall alles fertig. Ist auf jeden Fall mal nichts. Da soll noch irgendwas sein. Mit dem Zug oder was? Mit dem Zug soll noch irgendwas sein. Hö? Aber sehen tue ich hier nichts. Sehen tue ich hier definitiv nichts. Oder bin ich jetzt schon komplett blind? Kann ja nicht sein. Ersetzen? Ersetzen kann ich hier nichts. Irgendwas leuchtet da rot. Ich habe es nämlich gerade gesehen. So ein kleines Eckchen leuchtet da rot auf. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Wie zum Fick soll ich da hinkommen? Da ist irgendwas unter dem Zug anscheinend. Unter dem Zug. Da ist irgendwas unter dem Zug hier. Da ist irgendwas unter dem Zug. Aber wie zum Henker komme ich da ran?
Oder ist das durch den Boden durchgefallen? Kann das sein, dass das durch den Boden durchgefallen ist? Weil wenn dem so ist, dann wäre es natürlich doof, weil wie soll ich denn dann da rankommen an den Mist? Wie soll ich da dann rankommen? Weil ducken kann ich mich ja nicht. Ducken kann ich mich nicht. Ey, das ist doch scheiße, sowas. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Da leuchtet irgendwas rot auf. Aber ich erkenne nicht was. Ich erkenne leider nicht was. Das Ding ist, wenn das hier durchgefallen ist durch den Boden, wie soll ich dann da rankommen? Hier ist aber auch nichts mehr zu ersetzen oder zum Zerlegen oder sowas. Es ist einfach nur ein großer Müll. Wahrscheinlich ein Müllsack, der sich da irgendwie unter den Dingens geschummelt hat. Unter den Zug. Ey, das ist doch scheiße, wenn ich jetzt an das nicht rankomme. Das ist doch echt mega scheiße. Wenn ich da jetzt nicht rankomme, wie genau soll ich das denn machen? Wie zum Henker soll ich das denn machen? Da ist auf jeden Fall was. Da ist irgendwas drunter. Da ist irgendwas drunter, aber ich krieg's halt nicht zu fassen, weil es wahrscheinlich unterm Zug ist. Direkt unterm Zug. Problem ist, wenn das direkt unterm Zug ist, dann komme ich da generell nicht ran. Wenn das direkt unterm Zug ist, komme ich da nicht ran. Wischmopp vielleicht? Dass ich da irgendwo was vergessen habe zu wischen? Nee. Das kann nicht sein. Wenn das ein Müllsack ist, ne? Dann ist es echt scheiße. Dann ist es echt scheiße. Ey, wenn das ein scheiß Müllsack ist, ne, dann kriege ich hier wirklich's Kotzen. Wenn ich aufgrund dieses scheiß Müllsacks jetzt hier nicht die 100% erreichen kann. Mein Spiel sagt, nö. Du musst erst diesen Müllsack entfernen, dass du 100% hast. Das Problem ist, ich kann halt diesen Zug auch nicht wegfahren lassen. Das geht nicht. Der Zug steht halt hier und ich kann den halt nicht ankoppeln oder sonstiges. Das ist halt der Scheiß. Ich kann den halt nicht wegfahren lassen. Den Zug. Ey, was für eine Grütze ist das denn, dass da unter dem Zug einfach einmal irgendwie noch ein Müllsack oder sowas drunter liegt? Zum Fick soll ich denn da rankommen? Da leuchtet auf jeden Fall irgendwas rot auf. Man sieht es da durchleuchten. Und es ist ein grüner Sack. Es muss ein grüner Sack sein.
Der ist anscheinend irgendwie durchgefallen. Der scheint anscheinend durch die Map durchgefallen zu sein oder durch den Zugboden und liegt jetzt unterm Zug. Supergeil. Wenn der unterm Zug sitzt oder liegt, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich wirklich ein großes Problem. Weil das Problem ist, ohne dass ich hier alles entsorge, kann ich die Map nicht zu 100% abschließen. Und das ist genau das Doofe dabei. Heißt, ich werde hier einen Stern leider nicht bekommen können. Da ist auf jeden Fall noch großer Müll, ja. Den kriege ich aber nicht. Die Frage ist, gibt es hier sonst noch irgendwo was, was ich vergessen habe mitzunehmen? An Müll. Ich schaue noch mal hier, ob das Gender mir hier irgendwo noch was sagt. Das ist genau der eine große Müllsack. Was haben wir hier noch? Da ist wenigstens noch zu ersetzen. Das können wir schon mal machen. Ja, aber das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Ich wünschte, man könnte diesen Zug irgendwie... Ich wünschte, man könnte den Zug vielleicht wegfahren lassen. Oder irgendwie zusammenkoppeln und dann... Ne? Dann wäre dieser Müllsack halt auch frei, aber die Frage ist, wie sind die da runtergekommen? Wie ist der Müllsack dort runtergekommen? Ganz ehrlich. Das ist mir ein Rätsel. Aber zumindest, wir haben 98% und somit 5 Sterne erreicht. Und 5 Sterne reichen eigentlich schon. Zum Glück kommt der 5. Stern nicht erst bei 100%, sondern schon ein bisschen davor. Weil somit haben wir die 5 Sterne wenigstens sicher. Und somit können wir vielleicht sogar schon zum nächsten Bahnhof rüber switchen. Auch wenn ich den Bahnhof dann im Grunde nicht vollständig repariert habe. Aber... Was willst du machen, ne? Was will man machen? Wenn das Tier nicht so will, wie es soll. So, da ist noch was. Zack. Und zack. Da ist auch noch was. Zu ersetzen. Oh, da ist noch was zu ersetzen. Ja. 99%. Das ist natürlich doof. 99%. Das heißt, wir werden die 100% nicht erreichen können. Ne. Spiel sagt nach wie vor 99%. Klar. Weil halt der eine Müllsack halt noch fehlt. Wahrscheinlich. Der eine Müllsack fehlt halt noch.
So. Ach was. Fortschritt 100%? Das heißt, ich muss den Müllsack an. LOL. Okay, gut. Das ist wirklich Glück. Das ist wirklich Glück gewesen jetzt gerade, dass wir da trotzdem die 100% erreicht haben. Weil ich dachte eigentlich, dass wir wirklich den ganzen Müll, den wir so finden, dass wir den wirklich in die Container reinschmeißen müssen. Und dass wir es dann 100% haben. Aber anscheinend zählt der Müll nicht immer zu 100%, ne? Also, man kann durchaus ein bisschen Müll liegen lassen, wenn es ein Sack ist. Gut, da sagt das Spiel anscheinend, okay, gut, lass mal einfach liegen. Aber es ist halt schon dreist, ne? Unterm Zug auch noch einen Sack zu verstecken, der womöglich irgendwann vielleicht im Laufe dieses Bahnhofs unter einen Zug gefallen ist. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe. Ist mir so auch noch nie passiert. Aber gut, was soll's, ne? Hauptsache, wir haben das Level abgeschlossen. Somit Level beendet, alles erledigt. Jetzt schauen wir uns nochmal die Rundfahrt an. Schön. 1 Stunde 42 haben wir gebraucht. Und 36 Minuten geht jetzt diese Aufnahmesession. Das ist perfekt. Also ich habe noch ganze zwei Folgen rausbringen können. Oder kann dann noch ganze zwei Folgen raus picken aus dem Ganzen. Sehr schön. Eigentlich würde ich halt ganz gern die Container immer, bevor wir die 100% erreichen, noch irgendwie entleeren und verkaufen wieder. Dass wir das ganze Geld wieder drin haben. Was wir für die Container verloren haben, weil wenn du die verkaufst, dann kriegst du eh wieder das ganze Geld zurück. Oder zumindest einen Teil davon. Aber leider vergesse ich das immer wieder. Deswegen. Oder es geht sich einfach nie aus. Weil ich halt nie genau weiß, okay, wann kommen die 100%? Und dann, ne, und du weißt halt nicht, okay, findest du noch irgendwo vielleicht noch einen Müllsack oder so, den du dann doch noch entsorgen kannst und so, ne, und dann, naja, was soll's. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Wir haben die 100% erledigt. Und somit ist das geschafft. So, passt. Und schon geht die Rundfahrt wieder von vorne los. Passt. The Moose ran up the clock und Master of, keine Ahnung, irgendwas. Errungenschaft freigeschalten. Also auf jeden Fall wieder zwei Errungenschaften. Sehr schön. Gut, dann. Warte mal. Waren die Jalousien hier immer schon befestigt? Waren die da immer schon? Ich habe Fragen. Ja, das ist so, dass, ja. Ich glaube, da brauche ich nicht sonderlich viel machen, glaube ich. Das ist einfach nur so eine kleine Spielerei. Schließen. Was? Okay. So, dann speichere ich hier schon mal ab. Spielstand speichern auf Bahnhof Calcrax natürlich. So, dann haben wir das nämlich auch. So, und wir haben 5 Sterne. Das heißt, der nächste Bahnhof ist dieser hier, der Spielplatzhügel. Und an den kann ich mich auch noch erinnern, dass ich den, als ich das Spiel auf Twitch gestreamt habe, habe ich diesen Bahnhof auch gehabt. Und da habe ich eine lange, lange Zeit Probleme gehabt, weil es da eine Option gibt oder eine Aufgabe gibt, die man machen muss, wo ich überhaupt nicht wusste, okay, wie funktioniert das? Und habe mich da dumm und dämlich gesucht, bis ich dann im Internet erfahren habe, ja, ich muss dort und dorthin. Naja, und im Endeffekt, es wäre so einfach gewesen. Aber gut, das sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahmesession an. Der Bahnhof auf dem Spielplatzhügel. Und ja, wir haben ganze 28.000, nee, nicht 28.000, Entschuldigung, 281.530 Dollar zur Verfügung. Das heißt, das ist eigentlich schon eine Menge Cash. Was wir mit dem Geld machen können, weiß ich nicht. Also wir können hier quasi nur mit Sternen investieren in diverse Upgrades, aber nicht mit Geld, was mich irgendwie sehr stark wundert, weil das Geld hast du dann eigentlich umsonst eingenommen und kannst nicht wirklich was damit anstellen.
Von der Kaffeemaschine können wir uns auch keinen Kaffee ziehen. Von daher gesehen ist da auch nicht wirklich viel möglich. Da können wir uns auch nichts dazu kaufen oder so, ne? Also irgendwie eine Bahn oder einen Zug oder so. Keine Ahnung. Also, ich verstehe halt nicht ganz, wofür das ganze Geld überhaupt notwendig ist und wofür wir das ganze Geld hier überhaupt einsammeln, wenn wir doch eigentlich damit eh nichts kaufen können, außer die Container halt jedes Mal, aber. Die, wenn du die wieder verkaufst und so, dann kriegst du eh wieder einen Teil zurück. Und außerdem durch das, ne, durch das Verkaufen oder durch das Trennen des Mülls, zumindest was die farblichen, ne, die farblichen Müllsäcke betrifft, kriegst du sowieso wieder, Geld rein. Also, ja, so ganz verstehen tue ich es halt nicht, was man mit dem Geld sonst anfangen soll. Und ja. Und da freue ich mich auch schon. Train Station Renovation Germany. Da freue ich mich schon drauf. So, ja. Ansonsten, da können wir auch nichts machen. Irgendwie was kaufen oder so. Deswegen, ja. Gut. Dementsprechend würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten offenen Session wieder. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Bahnhof auf dem Spielplatzhügel. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bahnhöfe renoviert. Das ist jetzt sozusagen dann der 10., den wir machen auf dem Spielplatzhügel. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Also. Insgesamt haben wir dann sozusagen 15 Bahnhöfe renoviert, wenn wir alles durch haben. Und ja, das heißt, mit dem hier sind es noch 6 Bahnhöfe, die wir renovieren müssen. Ich weiß zwar nicht, ob sich's ausgehen wird, bis zum 6. Februar alle Bahnhöfe durchzumachen und auf YouTube zu packen als Video. Ich hoffe mal, es geht sich aus. Ansonsten wird es irgendwann auf Twitch wahrscheinlich fortgesetzt. Vorausgesetzt, ich verliere meinen Spielstand nicht nochmal durch irgendein Update. Ist ja schon mal passiert. Und dann habe ich das Ganze auf Twitch leider abbrechen müssen damals. Aber gut, schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall den Spielstand irgendwie backuppen. Also, da werde ich mich jetzt mal dran setzen, weil das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich doof, Mann. Aber ja, jedenfalls vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und dann geht's weiter mit dem Bahnhof auf dem Spielplatzhügel. Und dann gucken wir mal, was da alles zu renovieren ist. Also, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!